Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen LS22 in Silver Run Forest. Ja, und das ist extremst merkwürdig. Ich habe so oft die Old Stream Farm gesagt, dass ich mich daran jetzt erstmal gewöhnen muss. Ja, ich war fleißig, ich habe noch ein paar Bäume gefällt und verkauft. Mein letzter Schub waren tatsächlich 10.000 Euro mit einem Transport. Ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht hin. Ich habe ein bisschen rumprobiert noch, was am besten geht. Ich finde tatsächlich, am schnellsten bin ich, wenn ich die Bäume nur so halb hinten dranhängen lasse und einfach damit ziehe. Und es ist relativ cool, dass man die miteinander verketten kann. Ich zeige euch, ich zeige euch das gleich nochmal. Wobei, im Moment ist es gerade so, dass der... Na, irgendwo hängen wir. Ich glaube, wir hängen bei dem... der eine hängt da drüben. Das ist irgendwie nicht so clever. Wir müssen die erstmal da so ein bisschen rausziehen aus den Bäumen, sonst verheddern die sich. Das ist, wie gesagt, ich finde es immer noch eine ziemlich coole Sache hier mit den Seilwinden. Das funktioniert echt gut. Und ja, das Schöne ist, wie gesagt, wir können die jetzt hier nämlich so zusammenbinden und dann kann ich nämlich beide mit einmal ziehen. Und kann mich hier auch so ein bisschen ranstellen dazwischen und das hier so ein bisschen beobachten, ob das funktioniert. Also das heißt, ich muss nicht immer am Traktor sein. So, okay. Aber ich muss natürlich zumindest am Seil sein. Das ist wichtig. Und dann kann ich das ganz gemütlich ranziehen. So, und dann kann man sich überlegen, ob man das einfach so hängen lässt oder nicht. Ich habe jetzt die letzten Male, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich 4 transportiert. Das heißt, an jeder Seilwinde 2 Bäume. Und das hat ganz gut geklappt. Der hier sind ja wieder 3,9 Tonnen. Das ist echt wieder gutes Gewicht. Das bringt gutes Geld, die Dinger. Wenn der andere ähnlich ist, dann haben wir wieder... Ich weiß nicht, ich würde jetzt auf alle Fälle dann wahrscheinlich mit den beiden Bäumen jetzt erstmal so zum Verkaufen fahren. Ich würde aber jeden an einen einzelnen festmachen. So. Verdammt. So, aber keine Sorge, das soll jetzt nicht ein Programm für die ganze Folge wieder werden. Wir haben das beim letzten Mal durchgekaut. Ich werde sicherlich nochmal irgendwann so ein bisschen zeitraffermäßig, denke ich, so den einen oder anderen Baum fällen. Ansonsten versuche ich das jetzt hier so ein bisschen nebenbei laufen zu lassen, aber wir müssen natürlich Kohle rankriegen. Ne? Wir verkaufen die 2 nochmal, dann gucken wir mal, was wir jetzt letzten Endes insgesamt schon gemacht haben. Es ist ja auf der Uhr 9.57 Uhr, davon war ich ein bisschen AFK und ich glaube 8 Uhr sind wir gestartet. Anfangs, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich gleich auf Echtzeit gestellt. Also ja, klar, man kann natürlich wesentlich mehr machen, wenn man hier fleißiger einfach ranklotzt, aber ja, wie das so ist. Ich habe dann nebenbei noch Thumbnail erstellt für das erste Video und den ganzen Krimskrams und genau. So, jetzt gucken wir mal. Einmal ran hier. Schöne lange Stöcke, oder? Schöne lange Stöcke, so. Dann einmal aussteigen, gucken. Wo ist jetzt der Trigger? Hier ist der Trigger. Ups, weg sind sie. Und dann gibt es wieder 6.000. Das ist echt schön. Also Kohle gibt es dafür, trotz dass wir in dem Wirtschaftsmodus sind. Also wir haben jetzt schon 30.000 Euro gemacht mit verkauftem Holz. Ich finde, das ist okay. Also dafür, dass wir jetzt... Wir haben jetzt einen Kredit von 350.000 aufgenommen. Ne? Das ist jetzt das, was wir haben. Und wir haben tendenziell, naja, 10% sind es noch nicht. Das wäre noch eine Fore. Aber so fast 10% davon haben wir schon wieder rein. So, ich habe mir gedacht, für heute werden wir auf alle Fälle trotzdem die Lohnaufträge machen. Denn ich brauche ein bisschen Abwechslung, ihr braucht ein bisschen Abwechslung. Und dann will ich mit euch nochmal so ein bisschen über ja, die Zukunft schwätzen. Denn darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Das gucken wir uns dann auch gleich noch mit an. Auf alle Fälle brauchen wir jetzt erstmal hier im Missionslog. Boah, es ist nur noch Totholz da. Da habe ich tatsächlich dies einmal neu geladen und schon haben wir jetzt nur noch Totholz. Das ist natürlich ärgerlich. Da waren vorhin nämlich noch schöne Missionen drin. Was ist denn hier Feld 5? Feld 5 ist wahrscheinlich am Arsch der Welt. Da oben will ich, glaube ich, nicht hin. Ich weiß nicht, wie diese Missionen gemacht sind. Ob das. Also eigentlich, ich denke, 16 Bäume fällen. Das Holz danach verkaufen. Kann ich das da auch vergammeln lassen? Das ist jetzt die Frage. Wir probieren das einfach. Wir nehmen die jetzt an. Und dann fahren wir auf dieses Feld. Und ja, dann.
können wir letzten Endes nur schauen, was das bringt. Und dann müssen wir irgendwie, muss ich das dann anders timen. Ah, das ist erstmal ganz cool. Wir sehen jetzt hier zumindest diese Markierung auf der Map. Sehen wir die hier auch? Ja, sehen wir. Sehr schön. So, jetzt lassen wir erstmal den Zug hier durch, sonst endet das nur wieder sehr merkwürdig. Das ist übrigens auch eine sehr komische Sache, dass der hier das Lenkrad so davor hat. Und ich weiß nicht, wie ich das gerade kriegen soll. Das kann mir nicht vorstellen, dass das normal sein soll. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Aber gut, sei es drum. Ist, wie es ist. Aber es gibt, wie gesagt, keinen Button, um das hier irgendwie zu verstellen. Ne? Also ich sehe hier wirklich gar nichts. Ich kann den Vorwärter aufklappen, das ändert aber nichts dran. Ich habe null Optionen. Ne? Ich habe auch mit der Maus links, rechts. Es ist auch Mitte. Also es funktioniert nicht, dass ich hier irgendwas einstellen kann. Von daher... Keine Ahnung. Ich könnte probieren, warte mal, es gibt noch einen Modus. Den Lenkmodus, Vorderradlenkung, Hundegang links, Hundegang rechts, Wendefahrt. Aber auch das ändert nichts an der Tatsache, dass das nicht funktioniert. Okay, na gut, lassen wir es einfach so, wie es ist. So, einmal hier rum. Und da ploppen auch schon die Leute in der Ferne auf. Irgendwie so gefühlt sind sie gerade aus der Luft einen Meter nach unten geplumpst. Okay, wir müssen noch ein Stück nach oben. Und jetzt hier die nächste, glaube ich, fast rechts rein. Warte, wie war das hier noch? So hier, ne? Karte vergrößern. Genau, wir können jetzt hier rechts reinfahren am besten und von da aus dann uns, ja. An die Kamera muss ich mich gewöhnen. Der schaltet zweimal um. Hier ist ein Spielplatz. Schaut mal. Die ist schon süß gemacht, ne? Auf jeden Fall. Es gibt ja auch wieder versteckte Objekte. Ich könnte wetten, dass wir hier auch was finden. Sowas hier vielleicht? Ne, das gehört ja, glaube ich, zum... Gehört zur Map, oder? Also da habe ich auch keine Ahnung, wie ich das handeln soll. Ich meine, ist Kohle. Aber es ist natürlich, es beißt sich natürlich mit der Art und Weise, dass man hier bei null Geld verdienen will. Aber ich glaube, ich würde die Kohle trotzdem nehmen, um einfach ein bisschen das zu entschlacken. Ich meine, letzten Endes ist es ein Spiel. Und es geht ja nicht darum, dass wir das auf Teufel komm raus in dem Modus hier machen müssen, sondern dass wir einfach... Klar, den Wirtschaftsmodus zu lassen, aber das, was die Karte halt hergibt. Und wenn das so einmalige Objekte sind, ich bitte allerdings trotzdem darum, weil ich das, glaube ich, in Orbelerau oder im Elm Creek mal hatte, dass jemand das kommentiert hat, bitte nicht in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob irgendwo so ein Gimmick steckt. Und wäre cool, wenn wir das versuchen, da an der Stelle spoilerfrei zu halten. Ich weiß, wenn ich es hier finde, ist es für euch vielleicht ein Spoiler. Das kann ich natürlich dann im Vornherein nicht garantieren, dass das... aber ja, genau. Ich versuche, wenn, dann würde ich das gerne alleine finden wollen. So. Okay, also hier jetzt nach links und da müsste dann irgendwie müssten da Bäume sein, die wir fällen können. Ich glaube fast, dass wir schneller wären oder mehr Geld machen, wenn wir einfach, ich meine 2000 Euro, da hätten wir drei Bäume gefällt, da sind wir wahrscheinlich eher da. Aber ich meine, man guckt sich's einmal an, ne? So, und das müssen ja jetzt Tothölzer sein. Und die müssen jetzt hier irgendwo in dem Bereich müssen die stehen, ne? Und sind wahrscheinlich auch markiert. Das ist kein Totholz. Das hier ist Totholz, oder? Aha, okay, alles klar. Die sind auch markiert. Baum fällt! Frage ist tatsächlich, fällt er natürlich so ein bisschen nach links, ne, aber
Fällt das, zählt das Fällen schon als Missionsfortschritt? Tatsächlich. Okay, also können wir die im Zweifel einfach stehen lassen. Denn ich, also der Punkt ist folgender, die Dinger bringen nichts. Ich weiß auch nicht, ob man in der echten Welt die alle abtransportieren würde. Die sind halt nichts wert, ne? Vom Prinzip fällen und vergammeln lassen. Ne? Ich meine, in der Wirklichkeit würden sie ja auch einfach irgendwann umfallen. So sind sie halt raus und die anderen Bäume haben wieder ein bisschen mehr Licht und das funktioniert. Ich glaube, das ist einfach... Nee, das ist keiner. Hier ist noch einer. Ich glaube, die sind bestimmt alle markiert, oder? Nee. Ist aber Totholz. Er hat eine Markierung. Denn wenn ich die alle hier raus transportieren soll, dann werde ich nicht fertig, bin ich ehrlich. Also dann brauchen wir für die Mission bestimmt eine Stunde und das ist tatsächlich, ist es nicht wert. Ich hoffe, das passt dann auch so. Steht ja auch drin im Auftrag, ich kann sie verkaufen. Es steht nicht drin, dass ich es muss. Ich muss sie nirgendwo hin transportieren. Von daher machen wir uns mal einfach keinen Stress. Ich glaube, das Grundstück hier hinten werden wir eh nie kaufen. Von daher wird es keine Rolle spielen. So, das ist aber eigentlich Totholz hier, ne? Der ist einfach nicht markiert. Der war, glaube ich, noch im Bereich. Ist noch einer. So, wie sieht's aus? Hier sind noch 9 Bäume. Meine Güte. Hier liegt hier auch ein Haufen Zeug rum. Haben mir die gefällt? Ne, die haben mir ja gar nicht gefällt, oder? Doch, den habe ich scheinbar gefällt. Noch 8 Bäume. Tut mir leid, dann mache ich es halt auch nicht. Ist schon irgendwie cool. Echt nice aus. Klar, man könnte jetzt hier an der... Du darfst diesen Baum nicht fällen. Warum darf ich den Baum nicht fällen? Verstehe ich nicht. Fangen wir nicht an, dass jetzt hier irgendwelche Missionen buggy sind. Nee, die waren auch nicht markiert, glaube ich. Der hier ist wieder markiert. Den kann ich auch wieder fällen. Sehr gut. Muss bloß rankommen. Jetzt. So, noch 7, oder? 7. Am Ende sind das genau die Anzahl an Bäumen. So wie es drin steht. Und ich suche mich wahrscheinlich nach den nächsten dann... Nach dem letzten Baum suche ich mich dann echt dusselig. Aber es ist spannend, weil das ist auch so ein Punkt. Ich meine, ich bin ja kein Forstarbeiter, aber klar, das ist, ich weiß nicht, aber ich gehe davon aus, das wird in der Realität auch so gemacht. Und... Ja. Man kriegt halt einen kleinen Einblick in die Forstwirtschaft, ne? Gibt es denn einen von euch, der in der Forstwirtschaft arbeitet? Ist das ein cooler Job? Ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, es ist halt auch ein knochenharter Job, aber man ist halt jeden Tag draußen. Das ist halt so ein Punkt, aber jeden Tag im Wald zu sein, ist auch, es hat sicherlich auch was wahnsinnig Entspanntes. So, was haben wir gesagt? Noch 4 Bäume. Noch 4 Bäume, Freunde. Hier sind keine mehr. Hier ist jetzt der Weg, genau. Hier müssen wir nicht hin. Hier ist auch nichts.
Ich könnte wetten, das sind die oben am Wasser eigentlich. Die ich nicht fällen darf. 75% steht jetzt da. So, den kann ich nicht fällen, ne? Doch, den kann ich fällen. Aber der, doch, der hat eine Markierung. Sehr gut. Naja, fast. Also, ich glaube, er zählt als gefällt. Oder? Ja, noch drei. Lieber nochmal nachgucken. So, wie sieht's hier aus? Boah, guck ich mal die an, nee. 36,3. 21. Also, es sind schon ordentliche Bäume. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit dem Wachstum ist. Das sind schon, boah, 35,9 Meter. Weißt du, was hier für Euros stehen? Nicht schlecht. Kann ich den fällen? Kann ich auch fällen. Zählt da? Wollen wir den mal wegreißen? Wir reißen den mal weg. Vielleicht zählt der auch. Ist ja Totholz, oder? Oh. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Also, haben wir das auch mal geklärt. Ist natürlich das Curseplay-Teil drüber, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir bestimmt jetzt Lohnabzug kriegen. Fälle die 16 markierten Bäume. Ja, es wird genauso sein. Es sind wahrscheinlich exakt 16 Bäume, die hier markiert sind. Und der hier. Und ich suche mich nach dem letzten wahrscheinlich dann dumm und dusselig. So, 87%. Der ist schon ziemlich weit außerhalb, ne? Was ist das überhaupt? Ein Totholz? Ja, vermute ich. Okay. Ah, was es mit denen hier auf sich hat, ist schwierig, ne? Die bleiben wahrscheinlich einfach stehen. Kann ich einfach nichts machen. Und der hier, ist das... Zählt der? Der ist doch... Der zählt als gefällt, oder? Der sieht so merkwürdig aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den so weit oben abgefällt habe. Ich schneide mal hier nochmal ab. Ja, tatsächlich, der zählt als Baum. Wir haben doch vorher nicht nur einen gehabt. Das ist ja verrückt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich den gefällt hatte. Der ist wahrscheinlich einfach nur buggy da irgendwo. Okay. So, einen müssen wir noch suchen. Einer muss ja noch irgendwo stehen. Der hier. Der ist es. Ach, Gott sei Dank. Vielleicht sind es auch mehr. Was ist mit dem hier? Das kommt mir fällen denn hier. So, Holzmission abgeschlossen. Totholzmission. Perfekt. So, jetzt bin ich hier gleich wieder reingejumpt. Aber das ist gut, das kann ich mal machen. Dann kann ich mal das Fenster hier ein bisschen nach unten setzen. Okay, so, dann gucken wir mal. Falsch Bäume gefällt. Minus 2000. Herzlichen Dank. Okay. Okay, das war auch das erste und das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Also klar, okay, man kann auf die Markierung achten. Es war ein Versuch, aber dass sie mir gleich so viel abziehen, ist nicht sehr nett. Bin ich ehrlich, bin ich ein bisschen traurig. Aber okay, andersrum betrachtet, für eine halbe Stunde Arbeit 400 Euro, das hätte ich im Leben, im echten Leben gerne. So. Ja, dann können wir mal wieder zurückfahren. Und ich würde sagen, ich fäll heute noch ein paar Bäume unten und verkaufe noch ein bisschen was. Also wenigstens so irgendwie, ich weiß auch nicht, so 20.000 oder so. Aber ich habe euch auch noch versprochen, dass wir uns noch mal ein bisschen unten was anschauen. Ich habe mir ja was überlegt. Und da fahren wir noch mal am besten jetzt gleich hin. Und machen uns generell mal einen kleinen Überblick. Denn wir haben uns hier noch gar nicht so großartig umgeschaut. Ja, wir können mal einfach so ein paar Sachen noch mitnehmen. Ich finde zum Beispiel hier... Wir fahren mal rechts ran. Oh,
Hätte mich fast überfahren. Was gibt's hier? Das ist die Bodenbelegsfabrik. 110.000. Okay, da kann man dann sozusagen hier abkippen. Ich weiß nicht, was die Bodenbelege bringen und wie die Rezepte aussehen. Das müsste man sich mal wirklich nochmal online anschauen. Gibt's dazu ein Wiki? Gibt's dazu irgendwie Tiere? Silver One Forest, neue Mission. Hydraulik. Hammer. Ah. Felsbrocken. Interessant, interessant. Okay, das wusste ich nicht. Dann kriegen wir die Steine doch weg. Da habe ich nämlich so ein bisschen meine Bedenken gehabt, weil überall so Steine rumliegen. Aber mit einem Hydraulikhammer klingt das natürlich interessant. Okay. Händlersymbole. Was hier? Länge des Seilkrans, maximales Tragegewicht, maximaler Baumdurchmesser. Das kenne ich schon. So Produktsymbole. Das ist alles neu. Das ist schon wahnsinnig viel, ne? Seilkran. Das finde ich auch cool. Hügel und Täler erschweren den Transport von Baumstämmen. Eine bequeme Möglichkeit, deine Stämme zu transportieren, ist der Seilkran. Befestige das Gerät an einem geeigneten Traktor und suche einen passenden Platz. Anschließend musst du das Seil des Seilkrans manuell an einem geeigneten Baum befestigen. Sobald dies geschehen ist, kannst du den Laufwagen entweder manuell steuern oder den Folgemodus verwenden. Um den Wagen in Position zu bringen, befestige Stämme daran, um sie über eine große Entfernung oder durch ein unwegsames Gelände zu transportieren. Um Stämme zu befestigen, okay, das kennen wir. Also sozusagen habe ich das hier hinten dran und das andere Ende mache ich an einem großen Baum. Und dann habe ich so dieses kleine Teil hier, was so hin und her fährt und die Bäume transportieren kann. Das ist ziemlich cool. Seilwinden, das haben wir schon genutzt. Und Transportcontainer kenne ich auch noch nicht. Transportcontainer gibt es in verschiedenen Größen und sie können für den Transport von Baumstämmen verwendet werden. Du kannst sie im Laden kaufen, musst sie aber auf einen Tieflader wie den Schwarzmüller 3A oder ein ähnliches Fahrzeug laden. Zum Aufladen des Containers auf den Tieflader werden eine passende Palettengabel und ein geeigneter Radlader benötigt. Der Container verfügt über eine Autoload-Funktion. Das ist cool, die das Auffüllen mit Bäumen vereinfacht. Vergewissere dich, dass du die Bäume verlädst, die gleiche Länge wie den Transportcontainer haben. Sonst machst du Verlust beim Verkauf. Du kannst den Container mitsamt Inhalt im Containerlagerhaus, das ist das Ding, beim alten Sägewerk verkaufen. Oder ihn auf den Zug laden, um über Zugträger zu verkaufen. Du erhältst eine Entschädigung für den Transportcontainer. Das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Ich glaube, darauf habe ich echt Bock. Lasst uns mal ganz kurz, so viel Zeit muss sein, da noch mal kurz reinschauen, wie das funktionieren soll. Das heißt, es muss hier vermutlich irgendwo entweder unter Diverses. Nee, das ist was anders. Forstmaschinen. Nee. Anhänger. Wo finden wir die Transportcontainer? Die müssten vielleicht unter Lizard sein. Hä? Da stand ja Lizard drauf. Ja, da gibt es eine ganze Menge, ne? Hier. Transportcontainer. Platinum Expansion. Okay. Kostet sozusagen 3850. Okay, hat eine Autoload-Funktion, 12 Meter, 9 Meter, 6 Meter kostet gar nichts, kostet 0 Euro und ansonsten, wie gesagt, je nachdem, was man hat. Aber, großer Punkt ist, wir brauchen dafür natürlich einen LKW. Hier den Volvo, der ist schon richtig nice, ne? Das wäre schon cool. Geht aber auch noch. Und den entsprechenden Anhänger dann für den Tieflader. Sowas hier. Tieflader 3A. Hier bekommen wir, kann andere Fahrzeuge transportieren. Ist in der Lage, Container zu transportieren. 55.000. Das heißt, man kann tendenziell sagen, man mietet sich so ein hier. Lass uns das mal durchspielen. 3.000. Nein. Okay, dann haben wir einen ganz einfachen Truck dazu vielleicht. Kann ja der billigste sein, ne? Spielt ja überhaupt keine Rolle. Der hier beispielsweise. 4.000, ne? Da sind wir, ich sage jetzt mal roundabout 8.000.
8000 und der Container dazu. Und gib ihm. Dann könnte man den ganzen Kram machen. Ich glaube, das klingt cool. Das machen wir bestimmt in der nächsten Folge. Da mache ich bestimmt mal ein paar Bäume fertig. Und ich weiß aber nicht, ob wir dann noch einen Radlader mieten müssen oder sowas. Oder ob das mit dem hier auch geht. Zur Not müssen wir uns noch einen Radlader mieten, wo wir das dann irgendwie gut reingeschoben bekommen. Ich meine, die hatten hier in der Hilfe... Hatten die hier so ein, ich weiß schon, was das für ein Ding ist. Die hatten so ein Teil hier. So ein hier. So sah das aus. So ein Teil hatten die. Und das sind aber, wie gesagt, wirklich allerhand Bäume. Das ist ziemlich cool. Okay. Gut. Ist gespeichert, ist so ein bisschen, halte ich mal im Hintergrund. Okay, hier können wir rüberfahren. Und es gibt, glaube ich, auch auf der anderen Seite, das gehört ja jetzt schon zu unserem Grundstück hier, zumindest das, was hier linke Hand ist. Und wir können aber auch hier durchfahren, über den Parkplatz, ist mir nämlich auch aufgefallen, und können sozusagen, nee, Moment, ich bin, glaube ich, nicht in Gefahr. Ich habe das mir letztens nämlich schon mal angeguckt. Also letztens ist gut, vorhin, wo ich ein bisschen rumgetestet habe. Vielleicht war das auch eine andere Ecke. Vielleicht habe ich auch einfach die Bäume hier gefällt gehabt. Das kann auch sein. Ja, jedenfalls spannend. So, jetzt aber nochmal ganz kurz. Ich lasse mich die ganze Zeit hier ablenken. Es gibt so viel Neues zu entdecken. Das ist Wahnsinn. Das macht richtig Spaß. Und ich hätte das nicht gedacht, dass ich an der Forstwirtschaft hier ein bisschen meinen Gefallen finde. Also wie gesagt, ich muss mal gucken, dass wir hier irgendwie den Weg finden, dass wir es nicht ganz zu eintönig gestalten. Aber wir werden uns auf alle Fälle viele Sachen hier angucken aus dem neuen Addon, was zumindest spannend ist. Ja. Boah, der kämpft aber auch ganz schön hier berghoch. Das muss man schon sagen. Also das ist schon... So, und ich finde dieses Grundstück hier, das ist ja, glaube ich, im einfachen Modus steht hier das Farmhaus drauf, oder wenn man das so nennen kann. Und ich finde, das ist eine schöne Ecke. Also hier oben kann man schon ein bisschen was machen. Und ich habe das jetzt bloß ganz grob so bei mir mal im Kopf gehabt, aber ich würde schon auch diesen Bereich so kaufen wollen. Wenn wir die Steine hier unten wegmachen können, ist es natürlich umso einfacher, das Gebiet wirklich irgendwie mal in Farmland zu verwandeln. Die Wege bekommen wir nicht weg, weil das hier so 3D... Das sind Elemente, das ist keine Textur, das ist wirklich ein Element hier drin und das sieht dadurch halt schöner aus, aber es macht es halt nicht wirklich praktisch, ne? Wir kriegen die Wege also nicht weg, aber wir können ansonsten hier drumherum, nicht den hinteren Bereich muss ich ja eigentlich, aber wir können hier auf alle Fälle Feld drumherum zaubern. So um diese ganze Stelle, alles was hier vor ist, da kriegt man auch, also ich finde, das ist schon auch ein Feld. Ne? Also das kann man gut nutzen. Das hat dann schon eine gewisse Größe. Ich glaube, wir machen das mal. So. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Genau, so. So sieht das ein bisschen schöner aus. Genau, hier kommen wir bis zur Ecke vor. Können wir hier rum. Und wenn wir, ihr seht ja, wir haben hier schon eine ganze Menge an Bäumen weggefällt. Wenn wir diesen Kram hier einfach einmal komplett wegasten und dann vielleicht wirklich so einen Container nehmen, wo wir das Ganze reinziehen. Ich stelle mir das gut vor. Das kann gut funktionieren. Ich glaube, das machen wir. Dass wir hier ein bisschen klar Schiff kriegen und dann können wir nämlich, wenn wir die Kohle dann genutzt haben, hier vielleicht ein Feld hinzaubern. Vielleicht noch diese Steine hier wegmachen, das stelle ich mir auch gut vor, das können wir auch in einer der nächsten Folgen machen. Und ja, dann gucken wir uns den ganzen Spaß mal an. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und ansonsten bis dann, tschüss.